hallo und herzlich willkommen nochmal hier nochmal zur Info aus dem SCS Software Blog. Wir haben uns ja jetzt über eine Stunde lang die neuen DAF XG und XG Plus angeschaut mit Lichttest und alles, was so dazugehört, auch mit diesen Mirrorcams und auch mit Mitspiegel angeschaut. Und ich bin sowas von überrascht, dass SCS und sie sind auch stolz und aufgeregt, den LKW rausgebracht zu haben. Und ich bin auch sehr positiv überrascht über den LKW. Warum bin ich überrascht? Wir haben ja hier diese ganzen Rundungen und alles, was dazugehört. Und auch diese Mirrorcams. Und nicht nur ich, sondern die Community sind sehr begeistert von diesem LKW. Liegt natürlich daran, dass wir so ein bisschen dran gewöhnt sind. Wenn wir uns den Ford F-Max anschauen oder den neuen MAN TX 2020 oder den Next Generation, den Range T. Alle kriegen langsam diese runde Form. Das ist hier beim neuen DAF das gleiche und deshalb glaube ich, ist das für uns alles so gar nicht mehr so neu, sondern einfach die Art und Weise, wenn man jetzt mal sich jetzt als Beispiel den 95er DAF anschaut oder den Euro 6 und jetzt wir wollen jetzt kein Update machen hier, das ist aber was für ein GeForce Update jetzt hier gibt es nicht, oder dann einfach noch den Euro 6 anschaut, wie sich das verändert hat. Ich habe es gestern im Livestream nochmal gezeigt, guckt euch das vielleicht nochmal an, da habt ihr nochmal einen kompletten Einblick drauf. Und ich finde es einfach nur mega, wie der aussieht. Ne? Also toll. Also es ist sehr, es ist wirklich sehr, sehr gut gelungen. Auch von SCS hier mit den Mirrorcams. Ich bin rückwärts an die Rampe. Ohne Probleme. Einfach nur genial, wie das gemacht ist. Was ich auch noch hier gleich dazu erwähnen möchte, dazu komme ich gleich noch. Passt mal auf. Ach, hier sieht einfach noch. Ich finde ihn einfach richtig gut geworden. Kannst du sagen, was du willst, aber der sieht richtig gut aus, der XG. Was ich ganz cool finde, das kann man jetzt hier, warte mal, hier Mirrorcams, ne? Abends natürlich auch sehr hell. No, ist nicht irgendwie so dunkel. Und was jetzt hier am Dashboard ganz interessant ist, sind wir jetzt ziemlich später drauf gekommen, ist, dass du hier links in der Anzeige, wenn du die Müdigkeitssimulation anhast, wird dir hier die Zeit angezeigt, wie lang deine Fahrzeit noch ist, bis dein LKW-Fahrer sagt, gute Nacht. Das finde ich richtig gut. Und auf der rechten Seite hier habt ihr noch mal eine Anzeige, wenn ihr eine Fracht aufnimmt und es zeigt euch, wie lange ihr noch bis zum Ziel habt. Das ist das, was man im Navi oben rechts hat. Ne? Das ist dann hier auch im Dashboard drin. Finde ich einfach nur mega, dass das hier mit dabei ist. Diese zwei Optionen hier. Finde ich cool. Das macht einfach Spaß. Ne? Der Skin ist übrigens auch mit dabei. Beim Trailer, beim Original SCS Trailer könnt ihr dann auch hier nutzen. Ansonsten, klasse LKW. Aber wir haben einen Fehler entdeckt. Und da habe ich SCS jetzt schon angeschrieben. Was ist passiert? Was hat sich zugetragen? Hier an der Seite haben wir einen kleinen Seitenblinker. Und was passiert? Richtig, er blinkt nicht. Wir haben hier Blinker hinten, klar. Vorne hier Blinker. Das seht ihr auch im Lichttest übrigens vom Livestream. Und dieser Blinker hier, also die Seitenblinker, die funktionieren nicht. Da wird SCS nochmal ran müssen. Ist zwar nicht viel, aber ne, kann mal passieren. Haben sie übrigens, glaube ich, auf 6 Monate irgendwie zusammengeschraubt, ne, die ganze Kiste. Habe ich mir sagen lassen, aber gut. Also, toll. Einfach nur toll, das, was man sieht. Und was noch ganz wichtig ist, ich war ja am Anfang so ein bisschen enttäuscht, dass der DAF XF nicht dabei ist, der neue. Und dann steht hier, der XF kommt zu einem späteren Zeitpunkt. Yes, 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 yes. Danke da nochmal dafür, dass wir hier, oh, vielen Dank für ein Abo, dass wir hier nochmal die Info haben zum späteren Zeitpunkt, dass der auch noch mit dazukommt. Ne? Genau. Dann die 4x2 Chassis-Variante ist vorerst verfügbar. Da werden später noch mehr kommen. Und ja, da wird man dann sehen, was da noch so kommt. Ich würde sagen, ladet euch das jetzt alles mal runter. Aktuell ist es so, mein Wissensstand jetzt, wenn ihr das Video jetzt seht, läuft er nur auf der Version 1.4.0. Für die 1.41, also für dieses experimentelle Beta, also für unseren Multiplayer, läuft er aktuell noch nicht. Da warten wir auf ein Update und dann könnt ihr den auch im Multiplayer fahren und spielen und testen. Deshalb bitte zurückpatchen, wer aktuell auf der 1.41 ist. Das nochmal so am Rande. Toller LKW. Habt ihr noch irgendwelche Fragen hier dazu? Dann dürft ihr natürlich gerne machen. Kommentiert einfach dem Video unter dem Livestream. Ich habe es nochmal verlinkt, dass ihr euch den Livestream vielleicht nochmal anschauen könnt mit dem kompletten Test dazu. Ansonsten würde ich sagen, wünsche ich euch viel, viel Spaß jetzt einfach mal bei einer Runde fahren damit. Der macht richtig Laune, ne? Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da, Abo für den Kanal, nicht vergessen die Glocke drücken und dann wünsche ich euch viel Spaß mit dem neuen DAF XG und XG Plus. In diesem Sinn, allzu gute Fahrt, macht's gut, bis bald und adios.